Ja, die Rentnerauslagerung ist natürlich auch mit der pauschallotierten Unterstützungskasse möglich. Für mich ist die Auslagerung von Rentnern von der Direktzusage auf eine pauschallotierte Unterstützungskasse ein idealer und hervorragender Weg. Und zwar der Hauptgrund ist neben der Bereinigung der Bilanz statt Rückstellungen Verbindlichkeiten, was eine deutlich angenehmere Bilanzposition ist, ist vor allem die Vermeidung des Bilanzsprungs, des Auflösungsrisikos beim Tod. Stirbt ein Rentner, zum Beispiel der Gesellschafter, Geschäftsführer, egal ob mit 70, 75, 80, 85 oder 90 Jahren, kommt es in der Regel immer zu einer sehr großen Auflösung und damit auch zu einer sofortigen Steuerzahlung, entweder noch bei den Vorauszahlungen oder zumindest bei der Abgabe der Steuererklärung im nächsten Jahr. Das Ganze kann man mit der pauschallotierten Unterstützungskasse vermeiden. Ich bereinige nicht bloß meine Bilanz, sondern ich vermeide auch das Bilanzsprungrisiko und mache das Bilanzsprungrisiko kalkulierbar. Das heißt, ich löse das Ganze erst dann wieder auf, wenn es mir steuerlich passt, wenn ich das für mein Unternehmen für sinnvoll halte. Oder was natürlich der bessere Weg ist, ich mache Entgeltumwandlung und nutze dabei das Geld, das schon im steuerfreien Raum vorhanden ist. Oder ich mache Zusagen für die nächsten Geschäftsführer oder für andere leitende Mitarbeiter und habe gleichzeitig hier im Bereich der Versorgung etwas Positives und Sinnvolles getan und gleichzeitig das unkalkulierbare Bilanzsprungrisiko, das zum Beispiel bei Zusagen, die oftmals sind bei 1 Million Rückstellung, natürlich extrem erheblich ist.